möchte euch dazu einladen, dass ihr einfach mal reinfühlt in euch, was das für euch für eine Geschichte ist, was für Bilder ihr bei dem Stück in den Kopf bekommt. Auch solche positiven Gedanken sich immer wieder machen, kann man lernen. Ist wichtig, immer jeden Tag vielleicht so ein bisschen mal darüber nachdenken. Was denke ich eigentlich? Was für positive Gedanken habe ich? Wenn ich eine gute Zukunft haben will, dann muss ich jetzt anfangen, positiv mir meine Zukunft auszumalen, damit ich sie positiv gestalten kann und verändern kann. Jetzt ist der richtige Augenblick. Immer jetzt.